Wir kommen zurück zum Kurs Programmieren 2. In diesem Video schauen wir uns sogenannte virtuelle Methoden an und wie man sie definiert. Dazu ändern wir jetzt das Beispiel, das wir hier schon haben, etwas ab und führen jetzt eben hier eine virtuelle Methode ein. Und das macht man über das sogenannte Virtual Keyword oder Schlüsselwort. Und diese Erhöhe-Zähler-Funktion ist damit virtuell. Das heißt, wir können sie in abgeleiteten Klassen auf Deutsch überschreiben. Auf Englisch override heißt so viel wie außer Kraft setzen. Wir nehmen deshalb diese Funktion hier weg und nutzen hier eben das Schlüsselwort override und überschreiben hiermit eben die Funktionalität der Basisklasse. Was passiert hier genau? Dieses Virtual Keyword ist eben der Modifizierer, damit ableitende Klassen die Funktionalität dieser Funktion austauschen können. Ja? Und Override, also ich denke mal, das wurde ursprünglich falsch von ins Deutsche übersetzt, weil es vielleicht so ähnlich klingt wie Override. Aber Override ist eigentlich außer Kraft setzen. Das heißt, wenn diese Methode über ein Objekt von B aufgerufen wird, wird eben nicht die Funktionalität der Basisklasse aufgerufen, sondern die der Klasse, die diese Methode außer Kraft setzt oder überschreibt. Genau. Das heißt, wenn wir hier jetzt Erhöhe Zähler aufrufen, wird eben dieser Zählerstand nicht bloß inkrementiert, um 1 erhöht, sondern um 3, wie es auch schon in den vorherigen Beispielen sonst immer die Funktionalität war, die wir hier gezeigt haben. Kommen wir noch zu ein paar Eigenheiten von Virtual und Override. Wie kann ich das benutzen? Virtual und Override-Methoden dürfen als allererstes mal nicht static sein. Und das ist auch so ein Grund. Also wir nähern uns jetzt langsam der Polymorphie. Wir haben irgendwie etwas, was ein A verlangt. Und wir können aber auch ein B reinstecken durch die Ist-Eine-Beziehung. Und wir können die Funktionalität von A außer Kraft setzen, um dann eben B, die Funktionalität von B durchzuführen. Und wenn wir uns dann vorstellen, wir hätten mehrere Klassen, die von A ableiten, könnten diese jeweils unterschiedliche Funktionalität hier ausführen. Das kommt schon langsam an die Polymorphie hin. Und wir haben ja gesagt, Static ermöglicht keine Polymorphie und das ist zum Beispiel ein Grund dafür. Nicht der einzige, aber ein Grund, weil ich diese Methoden, diese Virtual-Methoden nicht mit Static auszeichnen kann, wie man hier sieht. Genauso wie die überschriebene Methode unten. Das ist schon mal klar. Wenn ich hier eine Methode außer Kraft gesetzt habe in Klasse B, dann kann ich in anderen Klassen, die wiederum von B ableiten, ich nehme jetzt einfach mal X, das wollte ich nicht, die von B jetzt hier ableiten, kann ich diese Methode wiederum überschreiben. Also auch hier kann ich mit Override Erhöhe Zähler hier außer Kraft setzen und was ich hier eben machen könnte, was weiß ich, erhöhe den Zähler plus ist gleich 5 und nebenbei gebe ich noch was auf der Konsole aus. Das kann man rein theoretisch verhindern, indem man hier beim Außerkraftsetzen zusätzlich das Schlüsselwort sealed angibt. So kommen wir später noch genau, was das heißt. Aber wie wir hier sehen, bekommen wir hier jetzt einen Fehler, dass wir eben diese vererbte Methode nicht über Außerkraftsetzen können, weil sie eben mit dem Schlüsselwort sealed gekennzeichnet ist, was so viel heißt wie verriegelt, verschlossen auf Deutsch, sealed. Diese Sealed-Funktionalität nutzt man aber eigentlich fast nicht. Diesen Code hier unten nehmen wir auch nochmal kurz weg.
jetzt nicht mehr. Und das Letzte, was noch interessant wäre, beispielsweise, wenn wir einen Konstruktor nutzen, dann können wir diesen nicht als virtual deklarieren. Das geht nicht. Genauso wenig geht das mit. Ja doch, man kann hier den Virtual Destructor nehmen. Sollte man aber eigentlich nicht. Destruktoren sind nämlich implizit schon virtuell. Und deswegen würde ich Ihnen raten, dass Sie, also Konstruktoren kann man sowieso nicht virtuell deklarieren, Destruktoren sind implizit virtuell. Ja, so viel zum Thema, wie definiere ich virtuelle Methoden und wie kann ich sie dann in Subklassen außer Kraft setzen. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit dem Aufruf von virtuellen Methoden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.